Frank Castorf widmet sich wieder dem Kosmos Dostojewski. Er probt hier seine Interpretation des letzten Romans des großen russischen Dichters, Die Brüder Karamasow. Was ist eigentlich mit dieser Grundidee eigentlich einer Gerechteren, einer Gesellschaft in Liebe, die ihm hier vorschwebt, dem Dostojewski? Als sie noch an der Wolga lebtest, auf dem Höhepunkt jener denkwürdigen Ereignisse. Als du noch an der Wolga lebtest, auf dem bei Höhepunkt. Bei denen die Armee zur Niederwerfung jener gerufen wurde. Jener denkwürdigen Ereignisse, als die lebtest Armee. Lebtest du mit einem Mädchen zusammen? Lebtest du mit einem Mädchen zusammen? Dass du sehr liebtest. Dass du sehr liebtest. Kannst du mal ein bisschen betroffen, so ein bisschen dich davon, lass mich. Ach, lass mich. Es geht dich nicht an, geh ein bisschen weg. Was geht's dich denn an? Was geht's dich denn an? Auf der anderen Seite ist er natürlich am Ende seines Lebens, ist er da, eine Ideologie der Zaren, der Kerkermeister. Sein Hauptkampf gilt dann auch fast ungebrochen, auch in diesem Stoff, in der Zweiteilung eigentlich der Verzahnung formal von einer christlichen, von einer religiösen, philosophischen Auseinandersetzung mit einer eindeutigen Stoßrichtung, die Stoßrichtung gegen die, die scheinbar westlich sind, die liberal sind. Ja, da kotzt du schon wieder, liest zum Bild, sieht genauso scheiß aus, als beim Hans Holbein. Nimmst du das ab, das Bild? Dann legst du es daneben. Daneben. So muss sie aussehen.